Die WM steht vor der Tür. Nächsten Monat wird die 22. Austragung einer Weltmeisterschaft an den Start gehen. Doch schon bevor die WM startet, hagelt es von überall Kritik. Grund dafür ist der Austragungsort Katar. Während sich einige Menschen für einen Boykott der WM aussprechen, lehnen andere die Idee eines Boykotts ab. Doch was sind die Argumente für bzw. gegen einen Boykott? Die Argumente der beiden Seiten versuchen wir im heutigen Video zu durchleuchten. Fangen wir an mit der Seite der Befürworter eines Boykotts. Menschen, die sich für einen Boykott der WM aussprechen, prangern verschiedene Punkte an. Angefangen mit dem erhärteten Korruptionsverdacht im Zusammenhang mit der Vergabe an Katar. Bei der Vergabe der WM standen im Finale der Vergabe nur noch Katar und die USA gegenüber. Im Dezember 2010 setzte sich der Wüstenstaat mit 14:8 Stimmen gegen die USA durch. Mitte 2020 gab es Enthüllungen, dass die Stimmen von 3 FIFA-Funktionären gekauft waren. Hätten die 3 Funktionäre ihre Stimmen der USA gegeben, stände es 11:11 und die Stimme von FIFA-Chef Sepp Blatter hätte entschieden. Da dieser für die USA gestimmt hat, wäre die WM höchstwahrscheinlich an die USA gegangen. An einer Anfechtung der Vergabe hat mittlerweile allerdings keiner ein Interesse. Die FIFA müsste Milliarden an Schadensersatz an Katar zahlen und die USA hat den Zuschlag für die WM 2026 bereits bekommen. Ein anderer Grund für die Kritik an Katar als Austragungsort sind die Arbeitsbedingungen vor Ort. Da Katar nicht von jetzt auf gleich eine WM hätte austragen können, mussten Stadien her. Nicht nur vereinzelte, sondern ganze 8 Stadien und eine komplette Infrastruktur. Im Zuge dessen holte sich Katar Arbeitsmigranten ins Land. Im Februar 2021 veröffentlichte die britische Tageszeitung The Guardian, dass 6.500 Arbeiter seit Vergabe der WM im Jahr 2010 verstorben sind. Im Dezember 2021 veröffentlichte Amnesty International sogar die Zahl von 15.000 verstorbenen Arbeitern. Dabei steht die Anzahl der Verstorbenen im direkten Zusammenhang mit den geschaffenen Arbeitsbedingungen in Katar. Des Weiteren gab es immer wieder Berichte, dass den Arbeitern Pässe entzogen wurden, um eine Ausreise zu verhindern. Im März 2014 wurde eine Studie veröffentlicht, in welcher pausenloses Arbeiten bei 50 Grad Hitze, mangelnde Ernährung, fehlendes Trinkwasser, ungenügende Arbeitssicherheit, medizinische Unterversorgung und Gewalt gegen Arbeitende kritisiert wurde. Ein weiterer Grund, warum einige Menschen einen Boykott der WM fordern, ist die Menschenrechtslage in Katar. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte werden in Katar des Öfteren missachtet. Freiheiten wie die Meinungs-, Presse- oder Versammlungsfreiheit gelten in Katar maximal nur unter eingeschränkten Bedingungen. Auch gerät die Emirate Katar, vor allem in westlichen Ländern, immer wieder in Kritik, da gleichgeschlechtliche Handlungen unter Strafe stehen. Auch werden diskriminierende Gesetze gegenüber Frauen, welche unter anderem zu einer Benachteiligung im Alltag und ungenügendem Schutz bei häuslicher Gewalt führen, angeprangert. Befürworter eines Boykotts möchten die WM in Katar nicht mit ihrer Aufmerksamkeit finanzieren. Sie prangern an, dass der Wüstenstaat die WM als Propagandamittel nutzen möchte, um Sportswashing zu unternehmen und sich Legitimität zu verleihen. Auch wird kritisiert, dass Stadien aus dem Boden gestampft wurden, welche mit speziellen Belüftungsanlagen künstlich gekühlt werden, um der enormen Hitze in Katar entgegenzuwirken. In Zeiten von fortschreitendem Klimawandel ein falsches Zeichen. Mit ihrem Boykott möchten sie FIFA unter Druck setzen, welche mit der Entscheidung, eine WM nach Katar zu verkaufen, einen Schritt zu weit ging. Um auf die Missstände bei der FIFA und in Katar aufmerksam zu machen, sehen sie einen Boykott als einzig sinnvolle Möglichkeit. Auch unter anderem deswegen, da eine Austragung eines internationalen Wettbewerbs nur während der Austragung für eine Verbesserung führe. Nach Ablauf dessen würden die Umstände vor Ort sich wieder den vorherigen Bedingungen annähern. Doch dann gibt es da auch noch die Gegenseite. Und zwar die Menschen, die der Ansicht sind, dass ein Boykott eine falsche Entscheidung wäre. Schauen wir uns diese Seite an. Ein Punkt von einigen Gegnern eines Boykotts ist es, dass man anderen Ländern nicht vorzuschreiben habe, wie sie ihre Gesetze gestalten. Den Boykottbefürwortern wird ein westlicher Werteimperialismus vorgeworfen. Heißt, eine Aufzwingung der eigenen Kultur an alle anderen Länder auf der Welt. Ein anderer Punkt der Gegner eines Boykotts ist, dass sie den Fußball als eine mögliche Brücke der Kommunikation sehen. Sie möchten, dass der Fußball Menschengruppen zusammenbringt und für einen Austausch sorgt. Es sind Millionen von Menschen im arabischen Raum, die sich auf die erste WM vor Ort freuen. Sie sehen einen Boykott als nicht förderlich und beziehen sich dabei auf die Geschichte. In der Geschichte der Menschheit haben Boykotte nämlich nur in seltensten Fällen etwas gebracht. Vielmehr könne man was erreichen, wenn man mit Katar zusammenarbeitet und eine rege Diplomatie aufrechterhält.
Sie gehen sogar so weit, dass sie finden, ein Boykott würde der ganzen Sache schaden. Im Zusammenhang mit der WM konnte man in Katar Druck ausüben und für eine allmähliche Verbesserung der Lage vor Ort sorgen. Beispielsweise wurde nach der anhaltenden internationalen Aufmerksamkeit der Mindestlohn eingeführt sowie für das effektive Abbauen des Kafala-Systems in Katar gesorgt. Somit ist es ausländischen Arbeitern nun dem Gesetz nach erlaubt, ohne Zustimmung des Arbeitgebers das Land zu verlassen oder den Job zu wechseln. Die UN-Arbeitsorganisation ILO sprach hierbei von einem historischen Schritt. So möchte man Katar weiterhin auf der großen Weltbühne stehen lassen, um den Druck durch externe Beobachter aufrechtzuerhalten. Um etwas in Katar zu erreichen, sprechen sich Gegner eines Boykotts für Projekte vor Ort aus. Dabei könne man klein angelegte Veranstaltungen, Gespräche unter Politikern und öffentliche Debatten anstoßen, um für Fortschritt zu sorgen. Die Position erscheint wie eine realpolitische Lösung, die sich versucht, mit dem aktuellen Status quo zu arrangieren. Beispielsweise sagte Joshua Kimmich zu einem möglichen Boykott, Zitat, "Ich glaube, da sind wir einfach 12 Jahre zu spät dran." Er findet, man hätte das alles schon vorher diskutieren und überhaupt die Vergabe an Katar vor 12 Jahren verhindern müssen. Statt einen Boykott versuchen nun auch einzelne Nationen mit Aktionen auf die Menschenrechte vor Ort aufmerksam zu machen. Wie beispielsweise die Kapitänsbinde mit der Aufschrift One Love, die unter anderem von Manuel Neuer und 8 weiteren Kapitänen der WM getragen wird. Oder der Ausstatter von Dänemark, Hummel, die ihr eigenes Logo der Farbe des Trikots angeglichen haben, da, Zitat, "Wir möchten bei einem Turnier nicht sichtbar sein, das tausende Menschen das Leben gekostet hat." So sind die beiden Lager aufgestellt. Auf der einen Seite die, die sich für einen Boykott aussprechen, da das Drumherum bei der Vergabe, der Austragungsort selbst und die Bedingungen in Katar nicht geeignet seien, um eine WM auszutragen. Es solle nun endlich ein Zeichen gegen die FIFA gesetzt werden, um der falschen Richtung, die der Fußball geht, ein Ende zu setzen. Auf der anderen Seite haben wir die Gegner eines Boykotts. Ihrer Ansicht nach ist es mittlerweile viel zu spät, um einen Boykott zu starten, da die Stadien stehen und eine mögliche Umstellung unter realitätsnahen Punkten als äußerst unwahrscheinlich gilt. Um wirklich was zu erreichen, solle man lieber vor Ort auf die Menschenrechtslage aufmerksam machen und den Sport als eine Art Brücke nutzen, um wirklich etwas zu bewirken. Wir haben bereits vor knapp 3 Wochen die Umfrage "Werdet ihr die Spiele der WM 2022 in Katar gucken?" gestartet. Knapp 70% der über 6000 Teilnehmer an dieser Umfrage überwiegt die Antwort ja. Ich werde die Spiele der WM gucken. In der Kommentarsektion heißt es von vielen Teilnehmern der Umfrage, dass sie die WM ignorieren und sich zu der Zeit andere Sportarten ansehen werden. Andere wiederum kommentieren, dass sie die WM verfolgen werden, da es gerade ein so großer Wettbewerb ist und ein Verpassen dessen nicht in Frage kommt. Wie steht ihr zu dem Ganzen? Werdet ihr die diesjährige WM in Katar verfolgen oder werdet ihr sie doch boykottieren? Schreibt uns gerne eure Ansichten in die Kommentare. Und wenn du jetzt erfahren möchtest, warum DAZN keine Schuld an der Preiserhöhung trägt, gönn dir das hier links verlinkte Video. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Sonntag bei der Fußballtalk. Ciao.